Ich glaube nicht, dass die Methode des Zen sich vom Zen und dem zen-buddhistischen Hintergrund ablösen lässt. Ich weiß, dass Pater LaSalle das am Anfang so meinte und vielleicht auch später noch, aber mir ist immer deutlicher geworden, dass eine bestimmte Methode, die in einer bestimmten Kultur entstanden ist, dass die natürlich zielt auf was für diese Kultur am wichtigsten ist. Und was ist im Buddhismus am wichtigsten? Das Erwachen, die Erleuchtung, das Erwachen ist das Wichtigste. Also zielt Zazen auf Erwachen. Und zwar auf reifes Erwachen. Und dazu sind die ganzen Koren. Auf ein reifes Erwachen. Das ist ein anderes Ziel, aber es schließt das andere Ziel des Christentums nicht aus. Im Christentum ist die Grunderfahrung, nicht die Erfahrung des Buddhas, dass die Wirklichkeit mehr ist, als was wir mit den Sinnzeugen und dem Verstand wahrnehmen können. Das ist die große Erfahrung von Siddhartha Gautama. Und seitdem ist er eben ein Erwachter, ein Buddha. Aber die große Erfahrung von Jesus am Jordan bei der Taufe ist, dass dies eine liebevolle Wirklichkeit ist. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Grunderfahrung im Christentum und das hat nicht nur Beziehung zu Gott, sondern vor allem auch zu den Mitmenschen. Nun habe ich ganz stark den Eindruck, dass, und das bewahrheitet sich in der Praxis, jedenfalls wenn es gut orientiert wird, nicht, dass das eine das andere bereichert. Es ist eine Verreicherung, eine enorme Verreicherung, wenn zum Beispiel die christliche Liebe von der Erfahrung dieses Geheimnisses, dass alle Sinnzeuge mit Verstand inbegriffen, eingeschlossen oder wie man sagt, inklusiv übersteigt, dann ist es keine Tu-Liebe mehr. Dann artet man nicht in Aktivismus aus, sondern es ist etwas anderes. Es kommt woanders her, es wird von woanders her geleitet und bringt auch etwas anderes hervor. Ich sehe es bei sehr vielen Leuten, die Zen machen, schon seit 40 Jahren. Da sind sehr viele Leute, die sind Christen. Andere sind es gerade noch und andere nicht mehr. Und andere sind Agnostiker und andere sind Atheer. Obwohl im Moment Atheisten sagt beinahe niemand mehr in Spanien, das sind Agnostiker, Agnostici. Aber wenn diese tiefere Dimension aufgeht, nicht, was für mich immer das Wichtigste gewesen ist, von Anfang an, von vor dem Zen, dann klingt das Evangelium anders. Es ist, wie wenn sie es noch nie gehört hätten bei manchen Leuten. Es ist unwahrscheinlich. In Vigo zum Beispiel, in Galizien, das ist eine Gegend im Gegensatz zum Baskenland, wo früher wenigstens die Leute sehr katholisch waren. Im Moment ist es auch nicht mehr so. Aber in Galizien schon lange nicht mehr, ist nie gewesen, aus sozialen Gründen. Die jungen Leute, die kamen, wir haben in den Sessions am Nachmittag und auch in den Einführungen nachmittags eine kurze Liturgie, meistens Wortliturgie, wenn da kein Priester ist, jedenfalls immer Wortliturgie. Und die jungen Leute kamen da nie hin. Bis auf einmal einer sagt, ich will da doch mal hingehen und sehen, was die da eigentlich machen, nicht? Und dann kam er wieder raus und sagte, Mensch, das ist enorm. Das Evangelium, das hat mit unserem Leben was zu tun. Und dann kam sie und mit so einem Apparat, und wie heißt so ein Ding, was man, eine Band aufmachten, so Bandaufnahmen. Aber das hat nicht nur damit zu tun, dass das natürlich auch
von einer anderen Seite her belichtet wurde, sondern dass da in ihnen selber was aufgebrochen war. Ich sage immer, wenn die Erde im Herzen nicht gepflügt ist, dann kann man noch so guten Samen da reinschütten, das geht nicht auf. Aber wenn es mal gepflügt ist, das ist unwahrscheinlich, was da alles aufgeht. Und bei sehr vielen Leuten in Spanien, außer der letzten Generation, den letzten zwei Generationen, die meisten haben alle noch was vom Evangelium gehört. Jetzt in den letzten 70 Leute, die gehen in eine romanische Kirche und wissen nicht, was sie auf den Kapitälen sehen. Aber so, sagen wir mal, 50-Jährige nach oben oder 45-Jährige nach oben, die haben das alles noch irgendwo gehört und gesehen oder auf der Schule noch gehört. Und das geht auf. Meine Erfahrung ist, dass Zen und christlicher Glaube einander enorm bereichern, aber es wird kein christliches Zen und es wird auch kein buddhistisches Christentum. Es bleibt, was es ist, aber es wird besser. Nicht? Es ist wie in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung, wenn die echt und gut und gesund ist, dann bleibt jeder, wer er ist oder wer sie ist. Aber man wird doch verwandelt durch den anderen oder die andere. So erfahre ich das.